Ja, die haben natürlich auch die voll interessanten Gesprächsthemen hier. Ne? Also, ich kann das gar nicht. Ich kann gar keine Zombies nachmachen. Ne? Aber hört mal auf jeden Fall schon voll die interessanten Themen, die hier bequatschen. Ja, das sind hier richtig intellektuell tiefgründige Gespräche. Die müssten hier ganz in der Nähe sein. Eine Fackel würde hier noch fehlen. Ich glaube, das kommt von links, oder? Wir schauen mal eben. Mal schauen, ob wir auf eine Höhle stoßen. Das müsste auf jeden Fall in der Richtung sein. Vielleicht hier? Ich schau mal eben. Okay, da haben wir einen Hohlraum auf jeden Fall. Oder aus... Ja, von da kommt's wohl. Ein Spawner sehe ich hier aber nicht. Und noch einer. Oder die ganze Gang hier. Okay, mal schauen, geht's da noch weiter? Lass mal eben gucken. Was haben wir hier? Ach, Kupfer haben wir nur. Aber weißt du was, das nehme ich auch mal eben mit. Was soll's? Können wir ja irgendwas mit bauen. So, aber dann haben wir es auch mal. Blitzableiter wäre praktisch, weil wir ja ein Holzhaus haben. So. Ja, da geht es glaube ich auch nicht weiter. Also leider keine sehr große Höhle. Und zwar nur zwei Zombies, das hat sich irgendwie nach mehr angehört. Ja gut, bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, dann geht's mal wieder zurück. Und dann würde ich sagen, graben wir einfach ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir noch eine zweite Höhle oder sogar Eisen. Das kann man ja auch nie vorhersagen. So, hier noch ein Fäckelchen, weil ich heute so gut gelaunt bin. So, wie tief sind wir eigentlich? Gleich müssen wir ja auch auf Deep Slate Level stoßen. Das dürfte theoretisch nicht allzu lange dauern. Und meine Spitzhacke ist auch gleich kaputt, wenn ich hier noch weiter grabe. Also ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lang. Ich würde gern, ja, bis Deep Slate Level hier graben. Oder ich würde wenigstens hier ein bisschen Eisen finden. Wie tief geht das denn hier noch? Ach, wir haben eine Höhle gefunden, einen Hohlraum. So, aber ob die groß ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Also sieht ein bisschen klein aus. Aber da kann ich mich ja auch irren. Ja, hab mich doch nie geirrt, hatte mal recht, ausnahmsweise. Was ist das hier? Oh, Moment mal. Ach, ein Smaragd, okay. Ich bin das Sektorenpaket hier noch gar nicht gewöhnt. Aber das sind anscheinend hier Smaragde. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir schon ein bisschen was, mit dem wir traden können. Wenn wir denn mal ein Dorf finden. Ein Dorf bräuchte ich auf jeden Fall auch noch. Damit ich hier ein bisschen Handel hier treiben könnte. So, aber wie tief geht das denn hier noch? Also gleich muss doch mal hier Deep Slate kommen. Das kann doch jetzt nicht mal allzu lange dauern. Ja, unsere Spitzhacke, die ist auch gleich im Eimer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Naja, ist ja auch egal, okay. Dann verwurste ich die jetzt noch. Und dann machen wir uns halt eine Steinspitzhacke. Und später suchen wir dann ein bisschen Eisen. So, aber erstmal mache ich das jetzt hier zu Ende. Ach, ja, diese Silberfischchen. Diese nervigen Dinger hier. Mega nervig. Silberfischen habe ich auch in meiner Wohnung. Das kenne ich ja nur zu gut hier. Alter. Hey, chillt mal. Alter, mega hartnäckig hier die Dinger. Ja, der muss auch mal hier dran glauben. Wie viele Herzen hat er denn hier? Ich muss mal was essen, ganz dringend. So, du kommst jetzt hier mal weg. Puh.
Alter, war das nervig gerade. Ja, okay, ich würde sagen, das war eben mal die Spitzhacke. Die haben wir auch nicht. Ja gut, dann würde ich mir erstmal eine Steinspitzhacke machen. Leider ein Downgrade. So. Und wir haben eine neue Steinspitzhacke. Und weil ich heute so gut gelaunt bin, noch eine Steinspitzhacke. So, und die Werkbank nehmen wir auch mal eben mit. Können wir ja später noch gebrauchen. So. Ja, natürlich jetzt wieder in etwas langsamere... Alter, noch einer. Als ob das eben nicht genug war, muss noch einer hier spawnen. Okay, aber jetzt kommt hoffentlich keiner mehr. Hoffe ich ja. Ja, und wir sind immer noch nicht bei Deep State Level. Wie tief geht das denn hier? Also man sieht ja fast gar nicht das Ende da oben. Ist winzig klein. Also wir müssten hier schon ordentlich tief sein. Okay, ich würde sagen, hier bis Deep State Level grabe ich noch und dann kehre ich wieder zurück. Weil das kann es ja auch nicht sein, da gehe ich lieber in die Höhle. Da haben wir eine bessere Ausbeute, würde ich sagen. Und auf Dauer ist es ja auch langweilig, mir ständig nur beim Graben... Alter, noch einer. Wie viele denn noch? Was ist denn das hier für eine Gegend? So, ich hoffe, jetzt kommt keiner. Ja, natürlich kommt noch einer. Die treten hier immer in Gruppen auf. Ja, ich glaube, ich bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Puh. So, ich muss mal ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Auch in Real Life, einfach mal ein bisschen auf seine Gesundheit achten, ist immer gut. So, ich würde es erstmal warten, bis ich hier hochgeheilt bin, weil nicht, dass da noch weitere kommen, wenn ich hier weitergrabe. Ja, den Apfel essen wir eben auch nochmal. Kann ja auch nicht schaden. An apple a day keeps the doctor away. Ist ja das gute alte Sprichwort. Ja, und immer noch kein Deep Slate. Wie lange dauert das denn hier? Also ich schwöre, ich gehe wieder zurück nach oben. Ach, endlich. Ja, da haben wir noch Deep Slate. Wurde auch mal Zeit. Und anscheinend eine Unterwasserhöhle, wie es aussieht. Ich sehe hier gar nichts, aber da ist Redstone. Da rechts. So, das Wasser baue ich hier mal eben weg. Ein bisschen Deep Slate konnte ich eigentlich mitnehmen. Und da haben wir anscheinend etwas. Ich glaube, das ist Eisen, oder? Wenn ich das hier richtig sehe, müsste Eisen sein, theoretisch. Ja, Roheisen. Dann hat sich ja die ganze Tour gelohnt, würde ich mal sagen. Dann war die ganze Graberei ja nicht umsonst. Ach, da oben haben wir noch mehr. Sehr schön. Also Eisen scheint hier in den tieferen Gefilden ein bisschen häufiger vorzukommen, glaube ich. So, hier Deep State kommt aber eben mit... Dann haben wir jetzt 8 Roheisen. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ach, das Wasser. Ja, Mist. Ja, das wird dann eben mal weggebaut hier. Ich könnte mir eigentlich gleich eine Eisenspitzhacke machen. Dann würde es hier sehr viel schneller gehen mit dem Graben. So, das kommt mal eben hier dicht. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Können wir hier später weiter graben. Aber auf Dauer, das kann es ja auch nicht sein, hier nur ständig zu graben. Man braucht ja auch mal ein bisschen Abwechslung. Also insofern würde ich erstmal wieder nach oben gehen hier. Und dann erstmal wird hier Eisen eingeschmolzen. Und dann schauen wir einfach weiter. Einfach mal weiter. Ich verspreche mich hier ständig. Sollte nicht so schnell reden hier. So, hier nochmal ein Fäckelchen an die Wand. So, ich frage mich, ob es inzwischen Nacht ist oben. Ja, das wollte ich jetzt nicht machen. Die kommt wieder mit, die Fackel. So. Ja, und es ist tatsächlich Nacht. Ach, weißt du was, das nehmen wir eben nur mit. Hier, das Kupfer, das können wir auch gleich einschmelzen. Den Schmelzofen könnten wir auch gebrauchen, aber dafür brauchen wir ja auch ein bisschen Eisen. Also, weiß ich jetzt nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Da würde ich, glaube ich, das Eisen erstmal in andere Sachen investieren. Ja, natürlich ist die Tür offen. Alles sehr einbruchssicher. So, und dann erstmal gute Nacht.
mit Spinnengeräuschen schön einschlafen. Da träumt man auch fein. So, und ja, dann wird erstmal hier ein bisschen Eisen eingeschmolzen. Und Rohkupfer können wir bei Zeiten auch nochmal einschmelzen, aber nicht jetzt. Das würde ich erstmal hier ablegen. So, und dann würde ich erstmal warten, bis wir uns hier eine Eisenspitzhacke machen können. So, dann kann ich die Steinspitzhacke hier auch mal ablegen. Was haben wir hier? Ach, auch eine Steinhacke. So, gleich haben wir drei Eisen und daraus wird ja immer hier eine neue Eisenspitzhacke gemacht. So, hier zwei Stückchen, dann hier bububub, dann haben wir hier eine schöne Eisenspitzhacke. Ja, ich glaube, was ich hier jetzt damit machen würde, ich würde vielleicht die Höhle ein bisschen weiter erkunden. So, ich schaue nochmal aufs Haus. Ja, vielleicht so hier so rechts und links so ein paar Stämme. Die würden sich... Alter. Alter, hab ich mich da gerade verjagt. Der alte Halunke kommt hier wieder um die Ecke. Der Schurke. Du Schurke. Schurke, so. Der ist immer noch nicht tot, aber jetzt endlich wurde auch mal Zeit. Eine Schaufel wäre auch gut. Und Eisen habe ich jetzt wieder ein bisschen. So, dann erstmal hier eine schöne eiserne Schaufel. Und was ich mir auch mal gleich mache, das wären hier ein paar Eisenstiefel. So, und die rüsten wir natürlich auch mal gleich aus. So, und mit der Schaufel würde ich, glaube ich, hier noch ein bisschen weiter schaufeln. Weil das stört ja hier ein bisschen, das sieht dann nicht so schön aus. Da hätte ich lieber eine flache Ebene. So, dann haben wir auch hier ein bisschen mehr Platz. So, und hier räumen wir dann auch ein bisschen weg. So, dann kommt man hier rechts und links das Haus noch ein bisschen erweitern. Dann wäre das hier das Mittelmodul quasi. Und rechts und links hätte man dann noch weitere Flügel. Da kann man also noch schön anbauen. Weil noch ist das Haus hier relativ langweilig. Das ist ja halt nur so quadratisch. Und ein guter Tipp beim Bauen ist ja immer, dass der Grundriss halt ein bisschen variabel ist. Da bin ich aber jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich mache eigentlich fast nur diese rechteckigen Häuser. Und eigentlich sollte man es ja nicht machen. Eigentlich sollte man hier so ein bisschen Varianz mit reinbringen. Noch so ein paar kleinere Anbauten und Türmchen und so Sachen. Dann sehen die Bauten doch schon sehr interessant aus. Doch, jetzt haben wir hier ein bisschen was abgegraben. Mal schauen, ist schon ein bisschen Weizen reif. Ein bisschen ist schon reif. Dann würde ich das mal eben ernten. Und dann pflanzen wir natürlich auch nach. So, jetzt haben wir 20 Weizenkörner und 6 Weizen, woraus wir uns 2 Brote machen können. So, und hier wird erstmal nachgepflanzt, hier auch. Und hier ebenfalls. So. So, das hier kann ich auch mal eben mitnehmen. Und hier kommen natürlich noch die restlichen Weizenkörner hin. So, ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht zu weit weg vom Mikrofon bewege. Weil es kann schon mal leicht passieren und dann hört man mich ja auch gar nicht. So, aber zu nah rangehen möchte ich natürlich auch nicht, weil dann habe ich hier das Mikrofon im Mund. Und das möchte ich ja nicht. So, 2 Brote haben wir, 2 Brote und 2 gebratene Hühnchen. Ist jetzt nicht allzu viel für ein Höhlenabenteuer, würde ich mal sagen. Obwohl, wir können uns noch ein Brot machen. Mit 3 Weizen sollte das möglich sein. So, jetzt haben wir 3 Brote. Eigentlich so eine Fleischfarm bräuchte ich auch mal. Ich habe ja noch Weizenkörner. Ach, weißt du was, die pflanze ich auch nochmal eben ein. So, dann haben wir es auch mal gemacht. Ja, ich glaube, dann würde ich mich doch tatsächlich wieder in die Höhle wagen, ein bisschen. Ich würde ja auch mal gern Diamanten finden. Wo waren die Höhle? Ach, die war doch hier, ne? Genau, dort war sie. Was haben wir hier? Ach, nur diese Glowlightchen. Oder Litchen, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Leuchtflechten auf Deutsch.
So, und hier in der Nähe war doch auch die Mine. Aber nicht hier. War woanders, aber ich muss mal schauen, weil ich erinnere mich gar nicht daran, wo genau das war. Es könnte vielleicht hier unten gewesen sein.